Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich habe mal wieder den guten Banktresor-Typi gefangen genommen und stehe mit ihm jetzt in dem Raum, wo wir ihn auch schon das erste Mal gefangen genommen haben. Ich habe pausiert, weil ich Angst habe, dass schon wieder Blödsinn passiert, während ich den Screen laufen lasse. Deswegen stürzen wir es jetzt einfach mal wieder zurück. So, da sind wir. Ich habe dieselbe Taktik angewandt wie gerade eben, habe einen von den blauen Typen umgebracht und ja. So, das Ding ist, das Spiel sagt mir überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Scheiße. Außer vielleicht nicht entdeckt werden, wie wär's damit? Oh. Ich war zu schnell, ne? Das ist das Problem. So, und wir schaffen es tatsächlich, ihn umzubringen. Ich bin mehr als nur erstaunt. So. Voll den Rauch aufgelöst haben wir uns. Ja, gehen wir nochmal hier hin. Den Tresor erreichen. Wo ist denn der Tresor? Tresor wo? Ich meine, wir können offensichtlich nur hier lang. Von daher gehe ich mal hier lang. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den Typen noch brauchen. Geheimpassage erreichen. Also Tresor erreichen, Geheimpassage aufspüren. Ach du heilige Scheiße. Ja. Das sind so ein paar Leute. Aha. Oh Gott. Brauche ich den noch? Nee, wa? So, dann nervt er auch nicht mehr. Legen wir ihn mal hier hin. Okay. Ja, ich bin jetzt sehr vorsichtig. Kein Bock, das nochmal zu machen. Da sind so ein paar. Ja. Der ganze Zeit macht Party, das ist geil. So. So, der macht immer noch Party. So, der läuft noch durch die Gegend. Ich würde am liebsten ein Attentat von oben machen. Dazu müsste ich aber alle die hier... ein Attentat von oben, aber dazu müsste ich erstmal all die nervigen Typen hier oben töten. Was läuft der denn da hinten rum? Der ist super nervig. Was soll das? Natürlich bringt das nichts. Wurfmesser. So. Kopfschuss. Und der da. Ist zu weit weg. Scheiße. Was läuft da auch wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend? Egal. So. Goldbarren. So, wo ist denn unsere Mickey Maus? Ja, da unten ist sie. Aha. Two Penny. Ah, da läuft immer so ein bisschen wieder durch den Raum. Alter, was die hier machen. Komme ich irgendwie auf diesen Kronleuchter? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ich muss eigentlich wieder warten, bis der hier vorbeikommt und einfach von oben mit einem Attentat töten. Das ist das Chilligste, was ich machen kann. Ich entschuldige für die Langeweile, aber das ist alles höchste Assassinenarbeit hier. Das ist alles pure Konzentration. Ne, der läuft hier gar nicht lang, läuft dann hier lang. Yes! Wir haben ihn! Oh! Two Penny! Yes! Haha! Geht doch.
You've stolen your last shilling from the people of London. Those animals squander their savings. We are the experts in investment. Nothing would be built or improved. Nothing would rise above the muck without our hand guiding. No creating the future. They benefit as much as their work. It is their city, not yours. Without our investments, there would be no city. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber... For the health of the dead. Er hat dem Two-Penny einen Penny hingeschmissen. Ho, Jacob, so ein Witzbold. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Das wird witzig. Das wird sehr, sehr witzig. Hier hat doch keiner gesehen. Gut, dass keiner gesehen hat, dass ihr Boss tot ist. Das macht's einfacher für mich. So, weil ich kann jetzt einfach hier raus. Schalala, la 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 la. Ich war niemals da. Und jetzt bin ich weg. Ist ja fast schon geschickt, was ich hier anstelle. Der Typ wird jetzt nervig. Das sind sogar zwei. Oh, so. So. Keiner gesehen. Doch, sie sehen uns immer noch. Aber egal, ich bin jetzt weg. For robbing the people of England. The Bank of England is closed until further notice. Huiuiui. Und er lehnt sich einfach zurück, der Chiller. Ah, ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Herausforderung leider nicht mitgenommen. Die Geheimpassage ward bislang niemals gefunden. Bislang und niemals. Alles klar, Animanes. Aber wir haben nette Belohnungen, sowie eine Meister-Assassinen-Montur. Yes! Geilo. Und damit ist vermutlich die Sequenz vorbei. Ah. Ich würde vermuten schon. Das ist nämlich das zweite Attentat. Das eine war von Evie. Mit der Miss Thorn. Ja, und damit hätten wir Sequenz 6 beendet. Tatsächlich. Inflation out of control, Two-Penny brutally murdered. And yet Parliament does nothing. The bill will be defeated, sir. That buffooned Israeli shall be taken care of. It has been arranged, upon my honor. Your honor carries little weight. How dare you, sir! The poor people of this city have suffered enough. Today I granted a significant rise to my staff in order to counter inflation. What? I would supply all of London if I could. Meanwhile, you sit in your club and wax poetic with promises your honor cannot pay. Your family's fortune, however. I wonder what they would offer to keep your record out of the newspapers. About the same as Disraeli would offer for your balls, I'd wager. But let's be generous. Why limit ourselves to one or the other? We can have it all. What say you, sir? Shall I come collect? No more dallying. The halls of Parliament must be free to govern. Again. Understood? You may see yourself out. Boah, also Stavrik ist ja schon so eine kleine Bitch. Der fühlt sich ja schon hart auf den Schlips getreten. Nicht zu Unrecht. Dafür haben wir etwas, da haben wir etwas dazu beigetragen. Aber dennoch, der ist schon...
fühlt sich langsam doch in die Ecke gedrängt, glaube ich. Also der wird auch immer aggressiver, von Mord zu Mord, sag ich mal. Gut, die Stadt gerät ihm auch mehr und mehr aus der Kontrolle, deswegen kann man das ja schon irgendwie sogar nachvollziehen. Ja, und da sind wir auch schon in Sequenz 7. Ich finde es interessant, wie man im Gegensatz zu den anderen nicht sieht, was da der nächste, sag ich mal, das nächste Attentat wird. Sequenz 7 in der Politik ist alles erlaubt. Jacob und Evie haben zwei von Crawford Starricks Agenten getötet, Philip Twopenny und Lucy Thorne. Doch die Templer sind noch lange nicht besiegt. Die Verschwörung um ein Attentat auf den Premierminister führt Jacob zum Parlamentsgebäude und trotz ihres Triumphes über Lucy Thorne nimmt Evies Suche nach dem Eden-Grabtuch eine dramatische Wendung. Das klingt sehr interessant. Beginnen wir das doch einfach mal direkt, ohne lange Umschweife. Dear Mr. Starrick, men hired. Strike tomorrow. Disraeli's death will stall Corrupt Practices Act indefinitely. Gladstone will be far more pliable. May the father, etc., etc., be. So Starrick's got his finger in politics, has he? I need to enter the Sinopian Club and find out who B is. Tread delicately around Parliament. As if I don't usually. Your indiscretion at the Bank of England caused British currency to nearly collapse. Nearly is the operative word. Speaking of collapses, what of the key you found that unlocks very little? Henry took it for research. I am confident that the vault is ours. Nearly ours, Evie. Nearly. Nearly. Ich muss schon sagen, ich mag die Dialoge zwischen den beiden. Das ist eigentlich ganz witzig. So, pling pling, haben wir auch zwei Missionen aufgeplöppelt. Dann haben wir die Ehrenrettung der Bank, empfohlenes Level 7. Mit, ich nehme an, das ist Jacob, wo Ehrenrettung steht hier nicht. Und da haben wir Planänderung. Okay, man sieht jetzt hier nicht, wessen Mission das ist, aber das macht auch nichts. Ich würde aber sagen, ich entschuldige mich, ich würde aber mal sagen, wir kümmern wir uns heute um die Themse. Juhu! Und zwar, wir haben ja immer noch ein bisschen hier was zu machen und zu tun. Wie gesagt, wir müssen ja noch zwei weitere Gebiete, oder eins noch? Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Für Sequenz 8 in unsere Fittiche schlagen oder so. Sagt man das so? Nee, ne? Und deswegen würde ich mich mal so ein bisschen drum kümmern wollen, ganz gerne. Und da würde ich das halt, ne, wie immer, wie ich das immer so mache, immer im Wechsel machen wollen. Also machen wir das auch jetzt. Oh, da fällt mir ein, wir können ja gleich mal gucken, ob wir die Meisterassassinen-Montur bekommen haben oder ob wir die noch basteln müssen. Ich würde beinahe auf Letzteres vermuten, aber werfen wir dennoch mal einen Blick drauf. Schaden kann es nicht. Aber erstmal genießen wir noch den Ladebildschirm gemeinsam. Ach, ist das schön, etwas Ladebildschirm am Tag. So wie ich es halt so mag. Ja, ich habe wirklich so lange überlegt, was sich darauf reimt. Ich kann echt nicht reimen. Das kann ich gar nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Okidoki. Na, geht's denn mal los? Ja, geht doch. Und wir bekommen für unsere Geduld ein wunderschönes Skyline von London präsentiert. Finde ich echt sehr, sehr hübsch. Sehr cool. Auch hier mit dem leuchtenden Uhrenwerk da hinten. Sehr cool. Und dazu dramatische Musik. Puff. So. Ich wollte... Warum sind wir hier hingekommen? Das habe ich, glaube ich, auch nicht gesagt. Ich habe es nur markiert, aber ich habe es, glaube ich, nicht kommentiert. Und zwar wollte ich einfach nur den Aussichtspunkt hier mitnehmen. Den haben wir bislang noch nicht synchronisiert. Das ist, finde ich, ein Unding. Das kann man ja so nicht stehen lassen. Deswegen machen wir das jetzt. So. So. Ja, genau das wollte ich, Jacob. Du verstehst mich besser als meine Mutter. Unglaublich. So, machen wir noch ein paar realistische Sprünge.
Mhm. Mhm. Ah, nein. Mann, Jacob! Ach, Gott. Also bei aller Liebe, aber manchmal... Beleiters Territorium wird betreten, aber es ist nicht mehr lange ein Beleiters Territorium. Wir freuen uns alle auf den Tag, an dem das nicht mehr so ist. Oh, wir haben irgendwas hier betreten. Irgendwas zu sabotieren. Ja, dann machen wir das doch. Haben wir mal lieber die Sachen vom Kopf. Aua. Aua. Oh Gott, jetzt haben wir durch die Aufmerksamkeit von allen bekommen. Dabei sind wir einfach nur hier reingestolpert. Ich wollte nur den Aussichtspunkt. So, ich habe schnell noch eine Medizin genommen, falls ihr euch gewundert habt. Aua. Oh Gott, die Kamera ist gerade so richtig scheiße. So, der ist noch nicht tot. Aber oh, Hauptsache wehren, ne? So. Oh. So. Schmugglerboot. Sabotieren. Benutze die Dynamie. Ah, das ist wieder anzünden und explodieren. Geilo. Wo sind die denn? Dynamit. Da ist lecker Dynamit. Tragen. Na. So. Schnell weg. Kaboom. Kaboom! Ah, das ist groß. Die Leiche flog noch so richtig schön durch die Gegend. Ha. Das macht mich sehr glücklich. So, dann haben wir da noch so einen Typen. Nein! Ach. So. Oh Mann, das wollte ich nicht. Oh, dieses Spiel manchmal. Oh Mann. Ach Gott. Also manchmal, ich muss ja wirklich zugeben, manchmal zweifle ich, ob es an mir liegt oder am Spiel. Ich möchte eigentlich lieber aufs Spiel schieben, aber naja. Egal. So. Wo ist euer Dynamit hier? Da. Dynamit. Dynamit. Ich bin das Dynamit. So. Dann zünden wir das an. Hey yo, hey yo. Und jagen alles hoch. Hey yo, hey yo. Da hinten ist noch mehr Dynamit. Hey yo, hey yo. Da helfen wir doch gerne. Hey yo, hey yo. So. Anzünden. Und dann hätten wir es auch schon durch. Na! Yes! Ah, oh, ist das wunderschön! Ja. Spontan nochmal so ein Ding mitgenommen. Kann man machen. Das war jetzt so nicht geplant, aber ich bin sehr zufrieden. Spontan und dabei... Und wir haben es sogar geschafft. Das ist eigentlich das Beeindruckendste daran. Und wir haben noch einen Punkt bekommen, den werde ich auch mal gleich einsetzen. Erstmal eben hier hochkraxeln, dann machen wir das. So. Synchronize. So fescher Mucke erstmal synchronisiert. Geilo. Da la 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 la. So. Und wie versprochen. Ups. Das wollte ich nicht. Ja, sogar haben wir doch hier. Das ist, glaube ich, neu. Simon Chase sagt mir noch was. Was haben wir denn bekommen? Hier haben wir nochmal ein Schmugglerboot. Schmugglerboot. Oh, Schmugglerboot.
Wo bist du? In allerschwerster Not. Oh, Schmugglerboot. Oh. Ey, das war cool. Das war nicht geplant, aber das war cool. Also, nee, genau. Ich wollte nicht das. Ich wollte nämlich ins Menü und einen Punkt verteilen und dann würde ich mich für heute verabschieden. Da. Gott, dieses Menü macht mich echt fertig. Das muss ich leider echt zugeben. Erhöht die Regenerationsrate. Wie viele Punkte? 8 Punkte haben wir. Wir haben so lange nichts mehr gemacht. Schlösser knacken ist jetzt nicht so ein Jacob-Ding. Sanftpfote, Messermeister. Betäuben, Gegner ist auch ganz nett. Ich finde aber das hier gerade ganz geil. Hinrichtung. Gegner, die sie bei einer Hinrichtung beobachten, bekommen Angst und vernachlässigen ihre Deckung. Das nehmen wir einfach mal mit, weil das einfach total witzig ist eigentlich. Level 6. Geilo. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kampfausdauer, wenn sie im Kampf Multikills ausführen, regenerieren sie ihre Gesundheit. Das ist auch ganz cool, aber so weit sind wir noch nicht. Das sind Eevee-Only-Sachen, genau, das ist Jacob. Revolver hält 1. Mhm. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Mehr seltene Sachen. Ich meine, Jacob ist ja mehr unser Hau-drauf-Typ, ne? Ich finde, das können wir mitnehmen, ein bisschen Schaden reduzieren, also den wir Fernkampf erhalten. Und dann können wir auch später Verteidigung 2 nehmen. So, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Ich glaube, die sparen wir uns aber lieber auf und beenden damit auch hier die Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ihr Pupsis. Haut rein, macht keine blöden Sachen. Ciao, ciao.